Eieieiei, das war eine schöne Kombination. Eieiei, Feuer, Mann. Der feuert richtig die Kombinationen raus, der Kleine. Maschine. Was geht ab, meine Ringlife-Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Reaction-Video auf diesem Kanal. Heute mal wieder mit einer Streetboxing-Episode auf dem Kanal von Ben Fresh. Und zwar heißt das Video Streetboxen in der gefährlichsten Gegend Hamburgs. Klingt auf jeden Fall krass. Wir haben schon mal Streetboxen bei Ben Fresh geschaut. Das war Frankfurt damals, glaube ich, und Lübeck, ne? Bin mal gespannt, was die Hamburger Jungs uns jetzt gleich liefern werden. Bevor wir aber in die Reaction steigen, Freunde, ihr könnt mir gerne nochmal auf Instagram folgen, wenn ihr einfach wissen möchtet, was ich außerhalb von YouTube sonst noch mache. Und wenn ihr demnächst Geld sparen möchtet beim Einkauf von Kampfsportartikeln oder Nahrungsergänzungsmitteln, schaut ab jetzt immer in die Videobeschreibung. Dort findet ihr saftige Rabattcodes, mit denen ihr ordentlich Geld sparen könnt. Okay, Freunde, steigen wir mal in das Video ein. Mach mal ein bisschen Aufwärmung so. So, das ist Ostdorf jetzt, ne? Der erste Fighter macht sich jetzt hier gerade schon bereit, ne? Genau so sieht's aus. Ja gut, die Technik Hund. Von dem Jungen. Was war das gerade? Was waren das für zwei Haken jetzt hier gerade am Ende? Schaut euch mal diese Haken an. Warte. Sieht's aus. Jetzt hier, das hier, da. Zack. Das ist deine Hut. Und wie gesagt, Leute, also, wir gucken gleich. Man sieht, dass der Junge ein bisschen sich von Tyson was abgeschaut hat, ne? Oder jetzt hier, falls der Junge jetzt hier zuschaut. Digga, nimm aber mal deine Ellbogen an den Körper ran, ne? Du bist kein Helikopter, dass du hier anfängst zu schwingen. Wenn du da einen Körpertreffer kassierst, wirst du richtige Schmerzen haben. Wenn du anständig boxen willst, nimm die Ellbogen an den Körper dran und bring die Schläge hier, zack. Und dann wieder zurück an den Körper mit den Ellbogen, dass dein Körper auch geschützt ist. Ding, ding, ding. Warte mal, kurz Werbung hier wegklicken. Okay, lass mal sehen. Schöner Jab-Austausch jetzt hier schon mal von beiden. Die Qualität von dem Video ist irgendwie ein bisschen schlecht. Das ist nur 720 mal was weiß ich was und nicht Full HD. Hier rechts in dem weißen Outfit, man sieht ganz eindeutig, dass er ein erfahrener Boxer ist. Von der Stellung her, wie er sich hier bewegt. Er wartet nur auf den Schlag von seinem Gegner. Wieder schön Jab. Ja, der wartet gerade nur darauf, ihn zu kontern. Wieso, aber sag mal, ey, wieso ist die Qualität so schlecht? Wieso ist hier nicht Full HD? Ich glaube, im letzten Video von Ben war das Full HD. Verstehe ich nicht. Ja, man sieht jedenfalls lockere Bewegungen jetzt hier von den Kollegen rechts und weiß. Aber die könnten ruhig ein bisschen mehr Druck machen, ne? Weil das ist ja ein Unterhaltungsvideo und nicht irgendwie... Boah, das war eine wilde Kombination von dem Mann in weiß. Schau mal, kurz im Infight. Ba, 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 ba. 3, 4 Schläge getroffen, den größeren, schwereren Mann. Schön durchgeschüttelt. Eieieiei, das war eine schöne Kombination. Kurz reingegangen, bababab, 3 Schläge ins Ziel gebracht. Eieiei, wunderschön. Mit dem Abschuss, mit dem Jab von links, ja, gestochen von unten reingekommen. Ja, der leichtere, kleinere Mann macht dem größeren jetzt hier ordentlich Druck gerade. Er ist ein bisschen zu steif, der große Kollege. Gefällt mir, also der Boxstil von dem Kollegen in Weiß gefällt mir echt gut. Sehr sauber, sehr kompakt. Kurze, spritzige, schnelle Aktionen. Der Mann links ist ein bisschen zu steif. Das ist diese Sache, wenn Leute ein bisschen zu viel Tyson-Videos anschauen, ne? Dann wollen die, stehen die einfach nur so da die ganze Zeit, wippen ein bisschen nach links und rechts und wollen 1, 2 harte Schwinger verteilen. Aber so läuft Boxen nicht, Freunde. So läuft Boxen nicht. Ihr müsst ein bisschen beweglicher sein, ihr müsst ein bisschen spritziger sein, ne? Deswegen, viele tun sich da ein bisschen schwer, wenn sie versuchen, Tyson zu kopieren. Ja, der Kollege in Weiß hat eindeutig diese Runde Sparring gewonnen. Du bist sauer, ne? Ja, ich bin sauer. Okay, der Kollege links mit seinen süßen Locken ist irgendwie anscheinend ein bisschen angepisst, dass er jetzt hier ein paar Kombinationen kassiert hat von dem Kleineren und hat gleich den nächsten herausgefordert. Kämpferherz hat er auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob er sich gegen den Mann besser schlagen kann. Und wieder. Nee, das gefällt mir gar nicht, Mann. Ey, Jungs, hört bitte auf damit. Hört bitte auf, einfach nur Tyson 1:1 zu kopieren oder versuchen, ihn zu kopieren. Ich weiß, jeder Junge möchte Tyson sein. Jeder Junge möchte Tyson sein, ne? Aber es funktioniert nicht. Schaut mal, hier. Er versucht hier krass hin und her zu wippen und dann wilde Kombinationen zu schlagen. Aber das ist alles unbedacht. Bisschen ruhiger bleiben, aber das war schön. Das muss ich ihm lassen. Schön abgetaucht, kurzer Haken jetzt hier im Nahkampf. Ne? Schau, ein bisschen die Augen zu, einfach nur wilde Haken schlagen. Schön abgetaucht. Also ich weiß nicht, einerseits muss ich sagen,
Einerseits muss ich ihn ein bisschen dafür kritisieren, dass er versucht, Tyson zu sehr zu kopieren und es ein bisschen wild ist. Andererseits muss ich ihn aber auch wirklich loben dafür, ne? Weil ein paar der Abtauchbewegungen waren echt sauber. Die hat er richtig gut gemacht. Da ist er schön abgetaucht, wieder hochgekommen, wieder mit einem Haken reingekommen. Ich kann mich noch nicht ganz genau entscheiden, was ich dazu sagen soll. Uff, jetzt fängt er sich aber selber ein paar Kombinationen. Die Kondition hat ihn jetzt auf jeden Fall verlassen nach den ersten wilden 30 Sekunden. Aber in den ersten 30 Sekunden hat er auf jeden Fall gutes Tempo gezeigt, gut ausgewichen, gut gemieden, gute Haken gezeigt. Also ich weiß nicht, ne? Die Crowd entscheidet. Sehr stark, Jungs, gute Leistung. Ah, schwierig zu entscheiden, wer diese Runde Sparring gewonnen hat. Ich würde ihm gerne für seine Mühen diese Runde geben. Aber der andere hat halt ein bisschen klarer, ein bisschen sauberer geboxt. Er hat ein bisschen mehr Druck gemacht. Ich würde einfach aus Sympathie dafür, dass er sich wirklich Mühe gegeben hat, dass er Kämpferherz gezeigt hat, würde ich ihm gerne die Runde geben. Aber eigentlich würde ich sogar ein bisschen unentschieden geben, weil der Kollege links hat dann ein bisschen technisch sauber ein paar Treffer gelandet. Mach mal Lärm für... Oh, die Crowd rastet gut aus. Klang gleich. Ich weiß nicht, ob er unentschieden geben kann. Ja, der hat gut gefightet. Der hat zwei Fights hintereinander gemacht. Das muss man ihm auch lassen. Wie gesagt, ne? Der will gleich weitermachen. Der hat gar keinen Bock darauf, dass irgendjemand anderes einspringt. Der will gleich ganz Hamburg zeigen, was Sache ist. Sag mal ehrlich, ist nicht stabil? Er ist kranker Typ. Leute, er hat drei Kämpfe hintereinander gemacht, okay? Einfach sauber. So, jetzt haben wir zwei Jungs, die etwa gleich groß, gleich schwer und so ausschauen, ne? Rechts der Kollege sieht auch gut stabil aus, sieht gut durchtrainiert aus. Ich würde mal sagen, warte mal, wie groß sind die denn? Ich würde mal sagen, so 1,75 bis 1,80. Wahrscheinlich so an die 70, 75 Kilogramm vielleicht, ne? Könnte interessant werden. Guter Start auf jeden Fall von dem Mann in der roten Hose. Schön mit dem Jab arbeiten, rechte gerade hinterher, Uppercut-Kombination zum Körper. Verliert jetzt hier ein bisschen das Gleichgewicht und fällt auf den Arsch. Aber das zählt nicht als Knockdown. Ja, mir gefällt der Boxstil von dem Mann in Rot. Und jetzt hier wieder wilde Haken. Der bereitet gut mit dem Jab vor, kommt danach mit der rechten geraden, Abschluss zum Körper beispielsweise mit dem Körperhaken. Macht er richtig, richtig schön gerade. Schöne Rechte. Ja, der Mann ist ein bisschen müde auch jetzt mittlerweile. Ja, jetzt kassiert unser Typ in dem schwarzen Shirt mit den Locken halt ein bisschen die Rechnung für die zwei Fights, die er gerade gemacht hat oder für die zwei Runden, die er vorher gemacht hat. Er ist einfach müde. Man sieht, dass er nicht mehr so spritzig ist wie am Anfang, ne? Eieiei, Feuer, Mann. Der feuert richtig die Kombinationen raus, der Kleine. Maschine. Boah, warte mal, das will ich mir noch mal kurz anschauen. Schaut mal. Der hat jetzt eine Minute fast nonstop geschlagen und jetzt kommt die schöne Kombination hier. Bam. Warte, nee, ich habe ein bisschen zu weit vorgespult. So in den letzten 6-7 Sekunden kam die Kombination. Jetzt hier, an dieser Stelle fängt er gleich an. Bam, 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 bam. Junge, der hört gar nicht auf. Der hat jetzt 4-5 Sekunden lang nonstop die ganze Zeit Kombinationen geschlagen. Und was er auch richtig geil macht, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie der Junge heißt, ne, aber richtig stabil von dir gemacht. Was er richtig geil gemacht hat, er fängt erst mit dem Doppeljab an, Jab, Jab, rechte Overhand, ne, rechter Cross, danach Haken zum Kopf, Haken zum Körper, Uppercut zum Körper und danach wieder vorbereiten und dann wieder neu anfangen. Saftige, geile Kombinationen hat er gebracht. Ja, die Runde hat er klar gewonnen, muss man ehrlich sagen. Der Kollege in der roten Hose hat ganz, ganz klar gewonnen, diese Runde. Ja, safe. Auf jeden Fall hat der Kollege in der roten Hose gewonnen. Okay, Stabilo. Wer ist ready? Wie alt bist du? 16, Bro. 16? Tschüss, Digga. Ich dachte, du bist 20, Digga. Also, gib mal her. Keiner will gegen ihn machen, ne? Mach du, mach du gegen ihn. Mach du. Wer ist fresh, Bro? Was denn? Was ist los mit dem Typen? Ist er zu stabil oder wieso will keiner? Das Ring gegen Ostdorf. Komm, bitte. Das Ring gegen Ostdorf. Und irgendwann machen wir Spaß. Hä, was ist los? Ist der Junge zu krass oder wieso? Wieso will keiner? Schaut mal, der Junge steht hier und keiner will auf einmal. Auf einmal schaut jeder zu Boden oder schaut irgendwie zur Seite, dreht sich um und so. Keiner will gegen den boxen. Ist der krass oder wie sieht's aus? Ist der Boxer? Ja, bringt nichts, Digga. Warum?
Hier zwei auf ganz entspannt. Schau mal, der steht jetzt einfach wieder hinten in der Crowd, weil keiner gegen ihn fighten wollte. Mies gelaufen für ihn. Und irgendwann machen wir spanische Fort versus Ostdorf, weil Ostdorf muss auseinandergenommen werden. Hier ist so 187 und so. Und das könnte auch interessant werden, so Stadtteil gegen Stadtteil, ne? So ein auf Gangkrieg und so. Das könnte auch richtig, richtig wild werden. Okay, die Runde beginnt. Wir haben wieder diesen, den Max, glaube ich, ja, den Boxer jetzt hier in Weiß wieder drin. Der zeigt uns wieder wunderschöne Boxtechnik. Der Kollege rechts. Oh. Ey, das, ich finde das echt krass. Die Entwicklung finde ich in Deutschland echt krass. Irgendjemand hat schön gemieden, schöne Kombination jetzt hier im Nahkampf. Ich sag das nach der Runde. Ich schaue mir die Runde jetzt kurz an und dann sage ich noch das, was ich sagen wollte, falls ich es nicht vergesse. Oh, schöne. Ja, man sieht einfach, Max hat ein gutes boxerisches Auge, ne? Der hat sehr gute Reaktionen, der hat sehr gute Bewegungen, der kann die Distanz sehr gut lesen. Der Gegner kommt rein, der macht einen Step raus, kurzen Konter, ne? Das, da erkennt man halt wirklich einen guten Boxer. Im Vergleich zu vielleicht einem Streetfighter oder einem, der noch nicht so erfahren ist. Okay, Leute, stopp. Ja, schöne Runde. Auf jeden Fall eine Runde für den Mann links. Ich glaube, Max heißt er in Weiß. War gut. Rechts hat sich auch gut geschlagen. Ja? Okay, dann wollen wir gucken, ob wir genauso auch Lärm machen, dass man weiß, dass es unentschieden ist, ja? Dann machen wir Lärm für. Und machen wir Lärm für. Ich würde sagen, das ist ein knapper Sieg für Max gewesen. Der Kollege rechts in dem schwarzen Shirt hat auch ein paar saftige Kombinationen so in der Mitte von der Runde verteilt. Aber so den größten Teil der Runde hat Max mehr oder weniger das Sparring geführt. Ich hätte ihm die Runde jetzt gegeben, aber trotzdem stabil gekämpft. Was ich sagen wollte, Freunde, ich finde diese Entwicklung in Deutschland echt krass. So in den letzten 10 Jahren, sage ich mal, ne, ist Kampfsport richtig beliebt geworden. Jeder zweite gefühlt, jeder zweite ist irgendwie Kickboxer, Boxer oder MMA-Fighter. Die Leute trainieren jetzt auch wirklich regelmäßig Kampfsport und man sieht es. Das sind nicht einfach irgendwelche Dullis, die jetzt hier anfangen zu schwingen wie Verrückte, sondern die meisten von denen, die man jetzt hier gerade gesehen hat, die zeigen auch ganz gute Technik, ne? Auch wenn das noch nicht perfekte, saubere Technik ist, aber die zeigen, dass sie wirklich Ahnung vom Kampfsport haben, ne? Feier ich, mir gefällt das wirklich gut. Ich finde es gut, dass Kampfsport so einen Trend in Deutschland erlebt. Ich hätte mir noch gerne ein paar Ältere gewünscht, so in dem Alter, so vielleicht 17, 18 oder so, noch ein paar kräftigere, erwachsenere Jungs, die ein bisschen die Fäuste fliegen lassen. Aber nichtsdestotrotz ein geiles Video. Das war's jetzt auch mit dem Video. Warte mal, Daumen hoch drücke ich auf jeden Fall und ich schreibe mal einen Kommentar. Saubere Fights, Jungs. Kommentar hinterlassen. Gutes Video, hat mir gefallen. Die Jungs haben gute Skills gezeigt, ja. Der eine in dem schwarzen Shirt mit der Jeanshose hat wilde Kombinationen gezeigt. Er hat gezeigt, dass er ein großer Tyson-Fan ist, ne. Wenn er noch ein bisschen an seiner Technik arbeitet und daran, dass er nicht einfach nur wild schlägt, sondern die Schläge auch präzise bringen könnte, das ist ein richtig gefährlicher Mann werden. Der in der roten Jogginghose, auch ein stabiler Fighter, hat mir richtig gut gefallen. Der Max in komplett weiß, sowieso sauberer Boxer und da waren noch ein, zwei andere dabei, die auch wirklich gut gefightet haben. Hat mir gut gefallen. Ich hoffe, Ben macht da noch viele, viele weitere Videos davon und ich hoffe, dass er auch keine Corona-Strafe kassiert. Ich hoffe, dass er da ein bisschen vorsichtig ist und nicht ein paar tausend Euro Strafe kassiert, so wie ich. Ja, nichtsdestotrotz, gutes Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, Daumen hoch drücken, Kanal abonnieren, Kommentar hinterlassen, all das ganze Zeug für den Support, wenn ihr supporten möchtet. Wir sehen uns im nächsten Video dann um 18 Uhr wieder morgen. Bis dahin, Freunde, bleibt alle gesund, passt alle auf euch auf. Vielen Dank fürs Zusehen, schaut in die Videobeschreibung für Rabattcodes und ciao, ciao.